Erdöl, der Treibstoff des Industriezeitalters. Noch immer ist das schwarze Gold der meistgenutzte fossile Energieträger. Doch die Ölvorräte gehen zur Neige und die Preise steigen in Rekordhöhen. Gleichzeitig wächst der Hunger nach billiger Energie weltweit. Wie abhängig sind wir vom Erdöl, auch jenseits von Sprit und Heizöl? Wer bestimmt tatsächlich den Ölpreis? Und retten uns neue, unerschlossene Ölquellen? Hallo, herzlich willkommen bei Quarks und Co. Auf Erdöl können wir nicht verzichten. Wir sind davon abhängig und das bekommen wir alle schon jetzt immer deutlicher zu spüren. Und zwar am Preis. Wir merken es beim Tanken oder beim Heizöl. Das Barrelöl, das sind 159 Liter, die offizielle Maßeinheit, wird zurzeit so teuer gehandelt wie nie zuvor. Tendenz steigend. Und die Angst ist groß, dass demnächst der Sprit 2 Euro und mehr kostet. Nun, wovon genau hängt der Ölpreis eigentlich ab? Von den schwindenden Reserven oder ist es das Ergebnis von Angebot und Nachfrage? Man denkt das vielleicht, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Es ist ein rares Gut, um das Kriege geführt werden. Die Ressourcen sind knapp. Und jede Krise treibt den Preis für das schwarze Gold in neue Höhen. Der Kampf ums Öl wird seit Jahrzehnten gekämpft. Nicht nur im Nahen Osten. Seine Einschläge sind schmerzlich und auch bei uns zu spüren. Aber sind es wirklich die Krisen, die den Ölpreis hochtreiben? An der New Yorker Börse jedenfalls wird er gemacht. Hier handeln die Broker täglich mit der Ware Erdöl, ohne es jemals zu sehen. Warentermingeschäfte. Die Broker kaufen und verkaufen und setzen auf Preisschwankungen innerhalb kurzer Zeit. Die Volatilität, wie sie sagen. Und jeder will dabei gewinnen. Es sind die Produzenten, die einen höchstmöglichen Preis wollen. Es sind die Konsumenten, die den Preis eher niedriger haben wollen. Es sind die Händler, die eigentlich sich nicht für das Niveau des Preises, sondern für die Volatilität der Preise interessieren. Es sind auch die Anleger, die mit dem Ölpreis und mit den Ölinvestments Geld verdienen wollen. All dies sind die Akteure, die den Preis tagtäglich ausmachen. Die Broker hier unterstehen der staatlichen Aufsicht. Sie alle wollen verdienen mit den Optionen auf eine spätere Öllieferung zu einem heute festgesetzten Preis. Termingeschäfte. Erstmal scheinen also die Börsenhändler mitverantwortlich zu sein für den hohen Ölpreis. Es wird allerdings nur ein kleiner Teil vom Öl, vom physischen Öl über die Warenterminbörsen gehandelt, sondern diese Preise, die an diesen Börsen festgestellt werden, werden dann als Referenzpunkte für den weltweiten Handel genommen. Der Handel an der New Yorker Börse macht also die Vorgabe und beeinflusst den Preis des echten, physischen Öls weltweit. Seit Jahren schaukeln sich so die Preise hoch. Liegt das also an den Händlern oder doch am steigenden Rohölbedarf in China und Indien, also Rohölknappheit? Andererseits sind genug Ölreserven da, das sagen auch die Händler. Trotzdem steigt der Preis fürs Barrel und steigt und steigt. Auch die Preise von 150 oder sogar 170 US-Dollar können nicht mehr ausgeschlossen werden. Dies ist aber nicht so sehr auf die unzureichende Angebotssteigerung oder auf eine sehr starke Nachfrage zurückzuführen, sondern vielmehr auf die Handlungen von den Investoren, von den Anlegern, die Öl auch als Investment für sich erfunden haben. Öl als Geldanlage. Heute sehen Investoren und Fonds darin das große Geschäft, also von Verknappung keine Spur. Das war 1973 anders. Saudi-Arabien lieferte kein Erdöl mehr, ein künstlicher Engpass. Die Reaktion? Autofreie Sonntage. Gut 30 Jahre später stoppt der schwerste Hurrikan der Geschichte, Katrina, die Ölproduktion im Golf von Mexiko. Doch das Öl ist nicht knapp. Trotzdem steigt der Preis, obwohl alle Lager gefüllt sind. An den Börsen haben negative Nachrichten sofort große Folgen. Schon der Gedanke an eine mögliche Knappheit des Öls lässt seinen Preis bei den Händlern steigen. Das lockt seit ein paar Jahren auch Investoren, beispielsweise große Pensionsfonds, die dabei das Geld ihrer Kunden einsetzen,
Und damit treiben sie den Preis zusätzlich hoch. Ich schätze, dass momentan rund 20 bis 30 US-Dollar allein auf die Handlungen von den Investoren, von den Anlegern zustande kommt. Ich denke aber, dass dieser Anteil noch weiter zunehmen wird. 30 Dollar. Bei einem Barrelpreis von 120 Dollar ist das ein Viertel. Ein Viertel des Ölpreises ist also reine Spekulation. Auch darum wird das Erdöl heute immer teurer. Es ist unglaublich. Spekulationen treiben die Preise in die Höhe. Da wird reagiert auf politische Krisen, auf Wetterkatastrophen oder auf abstruseste Gerüchte von versiegenden Reserven. Und all dieses Auf und Ab, macht die Händler reich. Aber abgesehen von allen Spekulationen und Zockereien, das Rohöl selbst hat auch einen natürlichen Preis. Denn die Förderung, der Transport, die müssen sich ja rechnen. Wir haben etwas gemacht. Wir haben mal verfolgt, welche Preissteigerung ein Liter Rohöl erfährt auf seiner langen Reise von Kuwait bis nach Nordrhein-Westfalen. Ein Liter Rohöl, direkt aus der Quelle abgefüllt von Mitarbeitern der kuwaitischen Ölgesellschaft. Von hier aus wird dieser Liter auf eine Reise gehen. Etwa 10.000 Kilometer bis zur Raffinerie in Gelsenkirchen. Und dabei wird sein Wert um ein Vielfaches steigen. Hier an der Quelle kostet er gerade einmal 0,4 Euro Cent. Der ganze Liter, versteht sich. Aber das wird sich ändern. Knapp 300 Millionen Liter holen die Kuwaitis jeden Tag, allein im Ölfeld Burgan, aus der Erde. Von der Quelle geht es weiter zu Anlagen, die das Öl reinigen und seinen Wasseranteil reduzieren. Über eine Pipeline gelangt das Öl zum Hafen von Ahmadi und dann aufs Schiff. Mit einem Schlag erfährt unser Liter hier eine extreme Preissteigerung. Sobald das Öl die schwimmenden Pipelines verlässt, klettert sein Wert. Eben kostete unser Liter Erdöl noch gerade mal 0,4 Cent, jetzt plötzlich ganze 44,3 Cent, sein Preis für 111-fachig. An diesem Preis verdienen vor allem die Kuwaitis, aber auch die Händler. Denn sie haben Monate vor der Förderung das Öl an der New Yorker Terminbörse gekauft und an die Gelsenkirchener Raffinerie weiterverkauft. Der Preis, der erst bei Lieferung fällig wird, liegt jetzt genau bei 44,3 Cent pro Liter. Dazu kommen noch die Transportkosten. An Bord des Riesentankers geht die Reise zum Suezkanal. Bei der Ankunft im Roten Meer hat unser Liter bereits die Krisengebiete der arabischen Halbinsel umschifft und erreicht den Hafen von Suez. Sein Preis hat sich seit dem Befüllen des Tankers kaum verändert. Im Suezkanal würde der Tanker, voll beladen wie er ist, auf Grund laufen. Deshalb muss ein Großteil des Öls aus dem Tanker gepumpt werden. Und das kostet. Der Preis unseres Liters steigt um genau einen halben Cent, auf jetzt 44,8 Cent. Auch unser Liter wird per Pipeline die 170 Kilometer nach Port Said geschickt, parallel zum Kanal und zum Tanker. Am anderen Ende des Kanals hofft die Besatzung, dass unterwegs kein Liter verloren gegangen ist und sie alles wieder an Bord nehmen kann. 3 Tage brauchen Schiff und Öl nach Port Said. Alles hat geklappt. Auch unser Liter landet wieder in einem der Schiffstanks. Der Kapitän des Tankers lässt Fahrt aufnehmen, Kurs Rotterdam. 2,5 Millionen US-Dollar kostet die Chartergebühr, einen halben Cent pro Liter. Jetzt ist er bei einem Preis von 45,4 Cent. In Rotterdam kommt noch einmal eine Hafengebühr dazu. Die schlägt mit 0,1 Cent pro Liter zu Buche. Am Ende der Schiffsreise kostet unser Liter Öl 45,5 Cent. Das Abpumpen in einen der riesigen Tanks inbegriffen. Hier lagern große Teile der Rohölvorräte für ganz Europa. Bis hier hat der Liter eine Reise von 32 Tagen hinter sich. Im Hafen von Kuwait ist sein Preis dabei wirklich extrem gestiegen. Danach ging es über den Persischen Golf Richtung Suezkanal. Von dort übers Mittelmeer und schließlich nach Rotterdam. Jetzt muss das Öl nur noch über die Rotterdam-Rhein-Pipeline nach Gelsenkirchen fließen, in die Raffinerie. Die Pipeline-Gebühren machen den Liter Öl wieder etwas teurer.
Als das Öl Anfang Mai 2008 in Gelsenkirchen ankommt, hat unser Liter Rohöl seinen Preis ver-115-facht, von 0,4 auf 46 Cent.